Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, heute bin ich im Chiemgau unterwegs und gerade angekommen. Ich besuche jetzt mal den Stefan von Outdoor Chiemgau. Ja, ihr kennt sie bestimmt mit seinen Blackout-Videos und wir schauen uns mal sein Studio an. Jetzt gehen wir mal gleich rüber. Auf jeden Fall bleibt's dran. Hey Stefan, servus. Was geht denn jetzt ab, Bernd? Habe ich die Ehre, geil. Störe ich dich nicht so sehr? Na, nur beim Video drehen. Ich habe gedacht, schau mal vorbei, vielleicht hast du Lust, ein bisschen deine Räumlichkeiten. Achso, aber ich habe aber gerade nicht zusammengerammt, gell? Oh, das ist doch wurscht. Okay. Das sind alle. Das ist mein Studio. Hier entstehen der Großteil von meinen Videos, die ich quasi, also mit Greenscreen quasi mache. Ich habe den großen Greenscreen mit Ausleuchtung, Licht hinten, hier das große Licht. Hier mit der Kamera nehme ich auf, deswegen seht ihr da vorne, habe ich ein bisschen, damit nicht so viel Sonne reinkommt und wegen Schallschutz etc. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch verschiedenste Szenarien. So wie hier, wenn ich natürlich, kannst du vielleicht mal näher hergehen, dass man das sieht, und so stehe ich plötzlich vor einer Steinmauer etc. und dann gehe ich ganz nah her. Ja, nicht schlecht. Genau, oder dort hinten habe ich eine Holzwand und so habe ich halt verschiedene Szenarien, kann ich hier quasi in meinem Studio drehen. Mhm. Sehr cool. Genau. Und wo schneidest du das Ganze und so? Geht's mal mit. Gehen wir mal mit. Hier ist mein Platz, wo meine Videos entstehen, mit Schneidegerät. Ich schneide also mit DaVinci Resolve, habe mir hier extra einen größeren Bildschirm geholt und habe halt hier auch diesen Speedcutter von DaVinci, wo ich einfach hier die Möglichkeit habe, einzelne Szenen durchzugehen und kann so viel genauer arbeiten, als ich das sonst könnte mit einer anderen Software. Und das ist natürlich super praktisch. Und hier sieht man zum Beispiel mal, wie viel Arbeit das da dahinter steht. Also das sind zum Beispiel jetzt nur mal das Video an sich, aber das sind die Sachen, die man einfach noch dazu braucht, die ganzen Artikel zu den Videos, die Hintergründe, die ich quasi verwende und all das muss man dann zu einem Video zusammenschneiden. Ja. Und dann mit. Stresstest gemacht vor 2 Monaten und da war alles easy. Lese. Genau, so schaut es eigentlich aus und und so schaut es danach dann aus. Ja, wie gesagt, ich finde es super, weil ich kann anders gar nicht arbeiten. So hast du halt immer schön deine Hintergründe, wie du das gerade brauchst. Ja. Das ist natürlich schon eine coole Sache. An Strom mangelt es in unseren Szenarien Stand heute nicht. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Also wegen Kalkasmia. Genau. Also hier habe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Livestream mache, dann kommt hier vorne die Kamera hin. Das ist also quasi hinten, was ihr immer bei mir seht in die Livestreams. Meine Sammlung von OLEDs, meine anderen Sachen, was ich heute halt so habe, dass das ein bisschen noch was ausschaut. Und genau, kannst du immer von vorne hingehen. Und so schaut dann im Endeffekt der Livestream aus. Und hier habe ich quasi ein Mikrofon, in das ich reinquatschen kann. Und ja, das ist alles. Mehr ist es nicht. There's no business like show business. Jo, Stefan, jetzt waren wir noch nicht fertig. Du legst dich einfach hin. Was machst du da? Das ist so meine Ecke. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lege ich mich hier ein bisschen hin. Hol mir meistens noch gekühltes Getränk und nach einer Viertelstunde bin ich wieder topfit. Bisschen grün. Ja. Poster. So muss das sein. Ecke, genau, meine Urlaubsecke. Also bei mir ist es halt so, dass ich immer viel Equipment brauche auch für meine Videos, um was zu zeigen. Und das hatte ich früher immer daheim und da musste ich zuerst heimfahren, das wiederholen. Und jetzt habe ich halt einfach die Sachen so, die ich vielleicht auch doppelt habe etc. hier aufgebaut. Und so habe ich halt alle wichtigsten Sachen. Das geht unten vom Campingklo über Gaskocher bis zu Powerbanks, natürlich Bücher etc. Das ist eigentlich auch, damit es ein bisschen cool ausschaut, weil bei mir war ja schon öfters Fernsehen da. Und dann kannst du halt sowas als Hintergrund nehmen. Genauso nehme ich zum Beispiel auch mal gern, wenn ich selber irgendwo Instagram-Story aufnehme oder so, dann hast du halt immer gleich einen schönen Hintergrund. Und dafür habe ich mir eben 2 Wände gemacht. Das ist jetzt mal die erste. Können wir jetzt zur zweiten auch noch schauen. Und hier quasi ist die zweite vom Wasserfilter angefangen, über natürlich die Werbepartner, die ich alle habe.
Und es ist einfach super praktisch, davor hingestellt, so einfach zack und schon mache ich Instagram-Story oder sonstiges. Ist einfach richtig cool und ich habe halt einfach die wichtigsten Sachen immer mit dabei, wie Wasserfilter, sonstige Geschichten. Ist also von dem her für mich einfach super praktisch. So, super Sache. Ja, wir sind dann soweit durch mit dem Video und weil es so heiß ist, das ist voll krass, trinken wir noch ein schönes Bier. Schaut es mal her, sogar mit dem eigenen Logo. Dann Prost. Prost, Stefan. Ja, Prost. Dann. Freut mich, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Oh, lecker. Oh, das tut gut. Ah, schön kühl. Und wir beide ratschen jetzt über unsere nächste Tour, die wir planen wollen. Genau. So machen wir das. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Fährt euch. Schaut auch mal beim Stefan vorbei. Auf alle Fälle. Link ist unten in der Beschreibung. Ciao. Servus.